Christen verändern alles, wenn auch nicht immer zum Besseren. Ich hoffe, Prodromos wird hohe Maßstäbe setzen. Ihr erster Außenposten. Er hat bestimmt eine besondere Bedeutung für Sie. Was genau ist das hier? Die Hyperion ist direkt auf die Geißel getroffen und hat bei weitem nicht solche Schäden erlitten. Die Geißel hat an der Technologie auf Habitat 7 gehaftet, als diese aktiv war. Möglicherweise hat dieses Schiff sie auf ähnliche Weise angezogen. Du meinst so wie eine Metallhülle eine magnetische Mine anzieht? Was auch immer passiert ist, die Auswirkungen waren jedenfalls verheerend. Sieht ganz danach aus. Hier scheint's irgendwas total zerrissen zu haben. Tja, aber was das ist? Keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Okay, hier sollten wir also die erste der Drohnen finden. Ich rate zur Vorsicht. Cat, ja, aber auch eine der Drohnen. Ich bin gespannt. Irgendwie fehlen die Cat auch. Die Geißel hat dieses Relikt erwischt. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob wir hier vielleicht irgendwas scannen können von Geißel oder Relikt. Und ich werde mir, glaube ich, mal... Ach nee, ich muss es mir gar nicht markieren, es wird mir schon angezeigt, okay. Wo genau befindet sich die Drohne jetzt hier dabei? Moment, wir schauen nochmal kurz auf die Karte. Ach, das ist gar nicht hier, das ist noch ein kleines Stück weiter. Okay, dann rein in den Nomad. Wir müssen ja nicht unnötige Wege laufen. Schließlich muss ich auch wieder zurück dann. Das ist dann wohl eher hier vorne irgendwo. Schauen wir mal. Die Richtung? Nein? Dann gehen wir eher zu den Felsen hin hier. Hallo? Ah, hier kommen wir näher. Ich sehe sie, ich sehe sie. Drohne gefunden. Also dann. Sender dran, dann können sie die auch wieder einsammeln. Und was auch immer dort an Gegnern ist, ja, wir schauen es uns mal an, weil da auch Rauch ist. Ah, da sind also die Cat, die erwähnt wurden. Okay, was machen die denn hier? Verbrennen die irgendwelche Sachen, die sie finden? Macht ihnen das Spaß? Hallo? Darf ich mitspielen? Das war nix. Dann komme ich eben vorbei. Aha. Eine Reliktvorrichtung also. Das schauen wir uns gleich mal näher an. Oha. Böser Pirsche. Springt er mir ins Gesicht. Hau doch mal mit dem Hammer drauf, Mensch. So. Falls da noch welche kommen, ihr kümmert euch hoffentlich drum. Ich werde derweil mal ein bisschen scannen. Was hat das denn in einem Cat-Lager zu suchen? Dem Schaden nach zu urteilen, haben die Cat Daten extrahiert. Dieser Kern ist zu stark beschädigt, um feststellen zu können, was sie erhalten haben. Dann müssen wir eben noch mehr finden. Sind diese Datenknoten nicht das, was Peavy immer wollte? Naja, wer weiß. Wir begeben uns wieder auf die Suche nach neuen interessanten Sachen, die wir hier auf EOS finden können. Davon gibt's ja ganz offensichtlich jede Menge. Gesellschaft. Die meinen's anscheinend ernst. Wer und wo und warum? Die Cat davon vielleicht? Wir sind jedenfalls hier. Hallo? Ein Mensch, weil wir wieder Hammertime machen wollen. Aber hier gibt es offenbar ein menschliches Lager. Okay, eine Speereinheit. Warum nicht? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ganz ehrlich. Ein Pathfinder, huh? Da muss ich ja nicht fragen, ob Freund oder Feind. Ich wusste nicht, dass jemand von der Nexus hier draußen sein würde. Sind wir auch nicht. Wir kommen von der souveränen Nation Advent ein paar hundert Klicks in dieser Richtung. Unsere Nation. Ohne Einmischung der Nexus. Wir sind nicht nach Andromeda gekommen, um Direktor Tans Regime zu unterstützen. Wir in Advent sind freie Bürger. Exilanten also. Deswegen auch dieses blöde Gezeichner davon auf der Brust drauf. So, so. Ja, das ist ja so eine Sache. Wir haben ja dann wahrscheinlich die Wahl, ob wir uns denen gegenüber mit einer offenen Hand zeigen wollen oder mit der geschlossenen Faust sozusagen.
Ich bin natürlich dafür, in Frieden zu kommen. Ich würde sie gern wieder eingliedern in die Nexus, ganz ehrlich. Weil Ten, naja, mit dem bin ich ja auch nicht so ganz auf dem grünen Zweig. Und ich glaube, der wird es auch nicht für ewig machen, da, den Job. Ich habe kein Problem mit Ihnen oder Advent. Ich erfülle hier eine Mission. Ich habe kein Problem mit Pathfindern. Wir haben sehr ähnliche Aufgaben. Unser Wasserspiegel ist kürzlich gesunken, als würden die unterirdischen Flüsse austrocknen. Wir sind dem Problem bis hierher nachgegangen. Es gab seismische Aktivitäten. Wir nutzen sie und einen Überwachungshammer, um die Flüsse anzuzapfen. Oh, Scheiße. Advent braucht diesen Wasservorrat, um unabhängig zu bleiben. Wie wär's mit einem Deal? Unsere Suche hat ein Erdgasdepot in der Nähe entdeckt. Zapfen Sie es an, bauen wir das Gas ab und handeln mit Ihrem Außenposten. So profitieren alle. Klingt eigentlich ganz gut. Ja, die Umwelt profitiert nicht, das stimmt. Die Frage ist, sind wir jetzt schon so viele, dass das einen Einfluss hat? Ja, die Sache ist, ich glaube in dem Moment jetzt, wir machen so viel mit der Umwelt hier, also ganz ehrlich, du veränderst das Klima gerade einfach mal von einem Tag auf den nächsten rabiat, also ich glaube über Umweltschutz brauchen wir mit dir nicht zu reden, ja, und du klatschst auch jedes Tier links und rechts weg, was irgendwie mal vor die Karre springt, von daher, ich glaube Diplomatie ist im Moment ein bisschen höher einzuordnen von der Priorität her und ohne diesen Deal, den ich nicht so falsch finde jetzt erstmal, könnte es da Reibereien geben? Unser Außenposten kommt mit dem vorhandenen Wasser zurecht. Okay, einverstanden. Sehr gut. Ich sage Ihnen, wo Sie loslegen müssen und rufe unsere Minenarbeiter. Die Nation von Advent dankt Ihnen. Die Nation von Advent, so. Da würde ich gerne mal ein bisschen mehr drüber erfahren. Was für ein Problem haben Sie mit der Nexus? Ich bin nicht 2 Millionen Lichtjahre gereist, um für jemand anderen Gräben auszuheben. Die Nexus will, dass Leute auf eine Erlaubnis warten, bevor sie ihr neues Leben anfangen können. Viele von uns warten nicht mehr. Ja gut, das war eben das Problem. Die Nexus hat quasi in einem Ruhezustand da die Zeit verbracht und niemand wusste, ob der jemals endet. Und deswegen ist es klar, dass einige da ausgeschert sind und gesagt haben, bevor wir da verrecken auf der Nexus, wollen wir raus aus der ganzen Sache. Also es ist nicht ganz unverständlich. Jetzt, da die Pathfinder-Initiative aber richtig losgeht mit uns, der hier Planeten bewohnbar macht, könnte man ja drüber nachdenken, vielleicht ein bisschen zu kooperieren, oder Freunde? Sie gehören zu einer unabhängigen Nation. Wie ist das so? Advent, es ist klein, aber es wächst. Und das ganz ohne die Unterstützung der Nexus. Unsere Hauptstadt Aurora liegt in einem hübschen Höhlensystem. Ohne diese Stürme ist es ziemlich gemütlich dort. Ich hoffe, dass Ihre Nation friedliche Absichten verfolgt. Hey, wir sind Kolonisten und Pioniere, keine dreckigen Räuber. Respektieren Sie unsere Grenzen, dann gibt es auch kein Problem. Klingt fair. Haben Sie bei sich zu Hause Probleme mit Relikten? Relikte? Diese Roboterdinger? Wir sehen hin und wieder ein paar kleine. Wenn Sie hier auch sind, vielleicht gibt es sie dann auf dem ganzen Planeten. Das, davon gehe ich aus, ehrlich gesagt. Ich vermute auch bald, dass irgendwo mal ein Architekt rumspringen wird. Das würde mich zumindest nicht wundern hier. Ich gehe jetzt. Viel Glück da draußen. Mich hätte jetzt mal interessiert, wo Advent sich befindet. So, tja, das mit dem zweiten Hammer wird ja jetzt schwierig, oder? Also so wie ich das verstanden habe, können wir den jetzt eigentlich vergessen. Den zweiten Hammer. Die Mission ist immer noch da. Da. Ach so, nach Erdgas zu bohren. Okay, wir können es uns jetzt quasi aussuchen, was wir machen. Tja, in dem Falle, wo ist mein Nomad? Weiß ich nicht. Da. In dem Falle machen wir mal kurz darüber und schauen uns das Ganze an. Es sind ja zwei verschiedene Positionen, aber relativ nah beieinander. Ich muss jetzt zusehen, dass ich nicht den falschen Hammer aktiviere. Ist hier irgendein Cat? Nee. Ist das überhaupt richtig hier? Nee, ist es nicht. Was haben wir da? Drohnenbergung. Okay, die Drohne können wir dann noch mit bergen. Ich glaube, dazu müsst ihr nicht dabei sein. Ich bin aber gerade in die falsche Richtung gefahren. Wir müssen da drüben hin, wenn wir einen Hammer installieren wollen.
So, schauen wir mal, wo hier Hammer Time ist und welche Hammer Time stattfindet. Also ich will die Erdgas-Hammer Time stattfinden lassen. Aber wir müssen schauen, dass wir hier auch tatsächlich die Erdgas-Hammer Time nehmen. Aber wir können die unterirdischen Flüsse von hier aus anzapfen. Keine Sorge, das soll es nicht sein. Die finden schon Wasser. Das Erdgas-Depot ist bei der anderen Position. Das wäre eine Hilfe für Advent. Aber wir können nicht beides machen. Warum nicht? Wir haben noch genug Hämmer. So wäre das hier die andere Position? Schauen wir nochmal kurz. Nein. Hier unten Erdgas. Okay. Noch ein Stück weiter südlich. Südlich, südlich, südlich. Da. Ja, in den Felsen rein, genau. So, schauen wir mal. Vielleicht hätte ich auch den Nomad nehmen sollen. Wäre wahrscheinlich günstiger gewesen. Aber hey, das ist die Position, was soll's? Die der Advent-Speer uns gegeben hat. Erdgas ja. Direkt unter unseren Füßen. Und schon bald in der Atmosphäre. Wir könnten auch zu der anderen Position gehen und Wasser für Prodromos abzapfen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Die Frage ist, brauchen wir Erdgas für irgendwas? Wenn ja, dann wir werden es ja nicht einfach in die Luft pulvern, oder? So habe ich das zumindest verstanden. Ach komm, also ich verstehe die Bedenken jetzt nicht komplett. Wir brauchen auch ein bisschen Energie und es ist jetzt nicht so, als ob der ganze Planet jetzt hier von Milliarden Menschen oder anderen Wesen überbevölkert wäre, die alle Zeug verbrennen, ne? Also dann, zweiter Hammer, es geht los. Gut. Mal sehen, ob wir wieder was anlocken. Na, aber natürlich. Selbstverständlich. Könntest du dann mal... Hallo? Ich kann gerade nicht... Ich kann gerade irgendwie nicht angreifen. Jetzt! Was war denn da los? Ich konnte gerade den Sturmangriff ewig lang nicht machen. Das ist natürlich geil, wenn man sich darauf verlässt und es dann nicht funktioniert. Heieieiei. Was? Wo ist Cora? Ich habe auch ein Achievement, dass ich Leute wiederbelebe. Dieses Beben kommt weder von den Hämmern noch von den Relikten. Was ist das? Pathfinder, das Gasdepot wurde freigelegt, allerdings nicht vollständig. Finde eine neue Hammerposition, Sam. Danach dürfte es erledigt sein. Okay, aber Cora schien sich ja dann im Kampf schon wieder selbst geheilt zu haben. Das ist ein bisschen schade, ich hätte sie nämlich gern geheilt. Denn es gibt auf jeden Fall ein Achievement dafür, eine bestimmte Anzahl von Verbündeten im Kampf zu heilen. So, das hätten wir. Dann schauen wir mal, wo die nächste Hammer Time stattfindet oder ob wir vielleicht irgendwas anderes noch vorher sehen, was interessant sein könnte. Wir sehen es uns an. Der Anblick dieser Kettmaschinen gefällt mir überhaupt nicht. Tja, mir auch nicht. Wir befinden uns tief im Cat-Gebiet. Wir können mal einen kurzen Blick drauf werfen. Also ich bin jetzt hier mal nach Norden abgedüst. Auch wenn wir eigentlich noch hier unten die dritte Hammer Time haben. Das machen wir dann gleich noch. Aber da ich jetzt gerade sowieso mal runtergefahren bin, um die eine Drohne, die hier war, noch mit abzuholen, beziehungsweise einen Sender dran zu platzieren, dachte ich mir, ich mach mal hier hoch. Und hier haben wir ja auch noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Hier ist zum Beispiel auch dieser Kontakt, der uns angequatscht hatte über Funk, mit dem wir noch sprechen müssen. Das können wir dann eigentlich auch dann bald mal machen. Aber erstmal werde ich vor allem hier diesen Aufklärungsposten aktivieren. Und vorher noch ein Parkett klatschen. Definitiv. So. Haben wir erstmal dem Gesalbten ein bisschen ins Gesicht. Guck mal, da wird's eisig. Für unseren Freund. Cora, übertreib's nicht. Sei nicht ganz so offensiv. Der lebt ja noch. Weg mit dir. Oh, Freund, da oben. Wirklich. Ist Cora gerade hinter ihm aufgetaucht? Finde ich gut. Haben wir noch einen da oben? Nein? So, du erst mal weg. Komm noch mal hier vorne vorbei. Oh, sieh mal an. So einer. Ein Berufener. Hopsasa. Der Berufene soll uns nicht entkommen. Zudem komme ich gern noch mal mit Sturmangriff hin. Sturmgriff, ja, ja. Hops. Das hat
Oh ja, das hätten wir soweit. Es freut mich immer, wenn wir den Cat ein bisschen den Tag versauen können. Das ist doch genau das, worauf ich abfahre. Und schaut euch mal den Ausblick an. Dieses seltsame Geräusch kommt übrigens von den Dingern. Keine Ahnung, wofür die sind, aber die scheinen irgendwas mit der Atmosphäre zu machen. Bisher gab es noch keine Infos dazu, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich glaube, das ist Cat-Tech. Halten Sie die Augen offen. Heilige Scheiße, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob wir uns da einmischen wollen, aber das sieht nach einem ungemütlichen Ort aus. Oh, komm, jetzt wird auf uns geschossen. Das verbietet uns ja schon die Ehre, da jetzt nicht reinzugehen. Ja, und wenn dann noch solche Pfeffertrolle dabei sind, dann erst recht. Okay, ich gehe erstmal kurz hinter den Wagen. So. Da können wir vielleicht auch noch mal ein Stück näher fahren, denn wir sind doch relativ weit weg. Ich empfange jetzt gerade vor Ihnen, Pathfinder. Nein, tatsächlich. Mensch, Sam. Du hast wieder gut aufgepasst. Ups. Das hat ordentlich gekracht, wie es aussieht. Komm, ich geh mal mit rein. Warum eigentlich nicht? Noch jemand da? Aber natürlich ist noch einige da. Komm, das passt. Wir machen einfach weiter damit. Sie sollten sie scannen, Pathfinder. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal muss ich noch ein bisschen kämpfen. Böser Berufener, böser Berufener. Oh, hier, direkt vor mir, gar nicht gesehen. So, und auch für dich hat sich's ausgesalbt. Den könnt ihr euch dann vornehmen, ich schaue mir das hier an. Ich konnte nicht viel extrahieren, aber mir scheint, haben die Kern aus diesen Reliktkernen einen Lastpunkt erhalten. Kannst du ihn ebenfalls ermitteln? Teilweise. Ich benötige einen weiteren Kern, um die Sequenz zu vervollständigen. Okay, so viel dazu. Ein weiterer Kern, dann werden wir erfahren, worum es ja eigentlich geht mit den Dingern. Wir haben Ziele! In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Das war's. Aber ich wette, es ist nichts mehr übrig. Das bestätigt es. Die Kisten wurden erst geöffnet und dann wurden Köder ausgelegt. Aber von wem? Weitere Daten sind erforderlich, um sicher sein zu können. Und wieder mal kommen wir zu spät. Unsere Vorräte wurden von irgendjemandem vernichtet, der ganz bewusst wollte, dass das Zeug gefressen wird von irgendjemandem. Ja, wir haben gleich die Gelegenheit genutzt und hier einen Aufklärungsposten eingerichtet und jetzt sind wir wirklich mitten im Feindesland, wie wir sehen. Und wir werden direkt mal hier rüber gehen und mit dem Typen sprechen, der zu uns Kontakt aufgenommen hat. Ich bin sehr gespannt, was das für einer ist und wir sehen, wir sind direkt an einer Art Hauptbasis der Cat dran, wie es aussieht hier. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall sieht es aus, als ob es da drüben Action gibt. Ich bin gespannt, was das hier für einer ist. Auf jeden Fall war er sicher nicht so schade, mit uns zu sprechen. Von daher hoffe ich doch, dass da was geht. Das Gebäude also, ja? Unser Freund hat aus einem Cat-Bunker angerufen. Wir wissen nicht, ob er ein Freund ist. Liegt vielleicht daran, dass... Ach nein, das ist ein Cat-Fahrzeug. Okay. Ich wollte gerade sagen, dass dein Fahrzeug hier kaputt gegangen ist, aber das ist ja ein Cat-Fahrzeug. Weiß nicht, ob jetzt jemand von denen vorbeikommen möchte. Ansonsten gehe ich jetzt einfach mal in den Bunker rein. Der sieht aus, als hätte er schon bessere Tage gesehen. So. Wer bist du?
Na, wen haben wir denn da? Freut mich, dass Sie sich entschieden haben, hier aufzukreuzen. Ist das Ihr Werk? Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Mein Name ist Bane Massani. Die Kettjagd ist so eine Art Hobby von mir. Massani kommt mir irgendwie bekannt her vom Namen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie verbinde ich das gerade mit... Oh Gott, wie hieß der Typ? Es gab doch in Mass Effect 2 diesen Söldner-Typen. Oh, wie hieß denn der? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie verbinde ich das gerade mit dem. Ich weiß nicht, ob der vielleicht Massani hieß mit Nachnamen? Wer weiß. Vielleicht finden wir es noch raus. Vielleicht erwähnt er das ja noch irgendwie. Hieß er nicht Said Massani? Oder bilde ich mir das ein? Ihr wisst, wen ich meine, oder? Also, falls ihr euch mit Mass Effect auskennt. Den konnte ich nie leiden, den Typen. Deswegen habe ich mir auch nicht gemerkt, was das für einer war. Wer weiß. Wir reden einfach mal mit ihm, mal sehen, was hier rauskommt aus dem Gespräch. Cat zu töten ist kein Zeitvertreib. Was Sie nicht sagen. Es ist nämlich das Einzige, was ich bisher auf Eos gemacht habe. Dieser Planet ist ein Cat-Magnet. Ich habe sie aufgespürt und einige Orte markiert, die man ins Visier nehmen könnte. Sie haben das Kronjuwel zwar schon ausgeschaltet, aber diese Bastarde haben hier noch andere Stellungen. Und wenn Sie Ihren schicken neuen Außenposten beschützen wollen, sollten Sie sie besser auslöschen. Es gibt nichts, was ich für die Sicherheit von Prodromos nicht tun würde. Freut mich zu hören. Ich schicke Ihnen die NAV-Punkte auf Ihr Universalwerkzeug. Letzten Endes werden wir auch Ihr Kronjuwel angreifen müssen, Ihre Hauptbasis. Aber ich glaube nicht, dass Sie dafür schon bereit sind. Ach klar, wenn ich reinkomme, dann schon. Klar bin ich bereit dafür. Okay, es ist Ihre Beerdigung. Ich kann Ihnen ja schlecht verbieten, dumm zu sein. Viel Spaß auf der Jagd, Pathfinder. So, aber erzähl doch mal ein bisschen über dich. Ich gehe mal davon aus, dass Sie in der Milchstraße kein Kettjäger waren. Nein, ich habe im privaten Sicherheitssektor gearbeitet. Die Bezahlung war gut, aber der Job hat mich gelangweilt. Dann hat mir ein Kumpel von der Initiative erzählt. Und ich dachte mir, das wäre doch ein Wahnsinnsabenteuer. Sind Sie gemeinsam mit Ihrer Familie hier? Scheiße, nein. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Und meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Er soll angeblich ein Spitzensöldner gewesen sein. Aber alles, was ich von ihm habe, ist sein Name. Sonst nichts. Also vielleicht der Sohn von Said? Könnte das sein? Said war ja schließlich schon ziemlich alt gewesen. Das könnte hinhauen. Wäre ganz interessant. Sie sind nicht mit Bradleys Team nach Eos gekommen. Nein, ich bin einer von Tans schrecklichen Exilanten. Ich habe die Nexus nach dem Aufstand verlassen. Seitdem hüpfe ich von Planet zu Planet und jage Cat. Was machst du eigentlich die ganze Zeit mit deinem Universalwerkzeug? Das finde ich etwas verwirrend. Na gut, erzähl doch mal über deinen Hass. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand die Cat mag, aber sie scheinen sie richtig zu hassen. Was soll ich sagen? Sie sind hässlich. Und ich bin ein Mann der Ästhetik. Kann ich verstehen. Ja, hübsch sind sie nicht gerade für menschliche Augen, das stimmt. Wieso haben sie sich dem Aufstand angeschlossen? Mir hat nicht gepasst, dass sie Gott gespielt haben, indem sie darüber entschieden, wer wann geweckt wird. Also habe ich einen auf Meuterer gemacht und als die Sache schiefgelaufen ist, bin ich meiner eigenen Wege gegangen. Sie wollten nicht bei den anderen Exilanten bleiben? Ehrlich gesagt sind die meisten Exilanten Arschlöcher. Und zwar nicht von der liebenswerten Art. Naja, man muss aber auch sagen, dass mit den Kryokapseln und dem Aufwecken, es hat ja nun auch praktische Gründe. Man kann nun mal nicht alle versorgen, solange man noch keine Nahrungsgrundlage geschaffen hat, ne? Also kann man nur einen Teil wecken und dann muss man eben entscheiden, wen man zuerst weckt. Also ich weiß nicht, gibt es da großartig andere Optionen, die dann auch wirklich dafür sorgen, dass man überlebt? Ich meine, eine Wahl hat man immer, aber... Wenn die Wahl daraus besteht, alle zu wecken und damit alle verhungern, dann ist es auch nicht so hilfreich. Okay, die Cat. Haben Sie irgendeine Idee, warum die Cat so an Eos interessiert sind? Meiner Erfahrung nach gehen sie überall dorthin, wo es diese komischen Bauwerke gibt. Keine Ahnung warum. Ich habe aufgehört, mir den Kopf über diese verdammten Dinger zu zerbrechen. Es ist besser, ihnen einfach eine Kugel in den Schädel zu jagen. Ja, oder man versucht einfach mal mit ihnen zu kommunizieren und das rauszufinden. Das hat bisher noch keiner gemacht. Passen Sie auf sich auf, Massani. Das habe ich vor. Abgesehen von einer. Der einen Angara, die auf Volt war, aber die hat natürlich aus ihrem
nicht viel rausbekommen, weil der schon ziemlich gaga war. Ein Kernverschlüsselungstag ist das mal wieder. Okay. Öffnen wir den Behälter. Ich bin ja sehr froh darüber, dass der Typ mit uns zusammenarbeitet und uns ein bisschen helfen möchte. Basen stürmen, kein Problem, das kriegen wir hin. Ich denke, wir stellen uns doch nicht so ganz falsch an in den Kämpfen. Das funktioniert ja meistens ganz gut. Auch wenn ich manchmal ein bisschen im Überschwang dann zu weit reingehe und dann zu schnell sterbe. Aber ansonsten funktioniert das doch eigentlich. Einen Energiegenerator zerstören. Okay, wusste nicht, dass das jetzt ein Ziel mit ist. Aber machen wir das doch einfach mal. Da können wir auch direkt zu den Kette rübergehen, die ich eigentlich gerade vermeiden wollte. Oder meiden wollte, trifft es vielleicht eher. Nicht vermeiden. Na komm. Ja, genau, da wollte ich hin. Ich wollte zu unserem Freund hier aufs Haus. Da können wir nämlich ein bisschen von oben herab das Ganze regeln. So. Mal kurz in Deckung gegangen. Wo sind denn die hier gerade aufs Dach gekommen? Oh, hallo. Oh, du Schweinebacke. Ja, ist ein bisschen kritisch hier. Aber geht alles. So. Und Hammer drauf. Da hüpfen wir mal hinterher. Hi. Oh, hi. Was? So. Machen wir das doch mal so. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, von hier oben zu kämpfen. Dann müssen die nämlich hochgeschissen kommen zu uns. Und das scheinen sie nicht als geschlossener Trupp zu tun. Gut, jetzt sind sie aber nicht mehr so viele, da können wir auch runtergehen. Wo auch immer die letzten davon sind. Wer weiß. Wir suchen mal nach dem Generator, den wir zerstören sollen. Gibt's hier noch kurz was zum Scannen? Nein? Dann zumindest den Behälter öffnen. Ja, damit. Und wenn dann irgendwann der Gegner noch vorbeikommt, dann kümmern wir uns noch gern um den. Ach, das ist auch bloß ein Behälter. Dann alles her, was drin ist. Oh, Drag. Drag schreit sich wieder die Seele aus dem Leib. Halt, das kann man scannen. So, dann knacken wir nochmal die Konsole. Oh Gott, das dauert ja. Aber da jetzt niemand anderes mehr hier ist, haben wir ja alle Zeit der Welt. Das können nicht die einzigen Generatoren sein, die... Drag, du machst mir Angst. Angesichts der starken Kernpräsenz auf Eos würde ich Ihnen zustimmen, Pathfinder. Wir müssen einfach weiterhin alle abschalten, die wir finden. Gibt's denn hier noch... Achso, das sind irgendwelche Viecher bloß. Das sind gar keine Ketten mehr. Ja, die können ja leben bleiben, das interessiert ja keine Sau. So, dann auf zurück zu Nomad und dann werden wir uns gleich mal irgendeine Kaserne suchen, die wir stürmen können. Bis gleich, wenn wir dann an irgendeinem anderen Ort sind.